Ich wurde also 1957 mit einem angeborenen grünen Star, fachlich auch Glaukom genannt, geboren. Das ist also aufgefallen ungefähr so, als ich 4, 5 Monate alt war. Und dann wurde ich an beiden Augen operiert. Aber die nächsten Operationen, die dann kamen, da war ich Mitte 20, war also mittlerweile verheiratet, unsere Tochter war schon geboren. Letztendlich ist es so weit gewesen, dass ich bis 1997 12 Augenoperationen hinter mir hatte. Bis 1997 ist dann zum Schluss also das Sehen komplett ausgefallen. Aber das war auch schon ziemlich der Zeitpunkt, wo ich auch in die Blindenhörbücherei gegangen bin, um mir überhaupt auf dem Weg noch Literatur zugänglich zu machen. Ich hatte mich sowieso gerade dafür interessiert, mit der Computerarbeit anzufangen. Ist eine gute Übung, schreib's da einfach mal. Und ich habe gesagt, wenn ich eben halt mal anderen erklären will, dass man daran nicht verzweifeln muss, so wenn das ein Mensch, der nicht krank ist oder keine Behinderung hat, überhaupt nachvollziehen wird, welche Strategien man entwickelt, um damit überleben zu können oder damit noch ein erfülltes Leben zu haben, dann muss ich ganz von vorne anfangen. Als Blinder arbeite ich mit einem sogenannten Screenreader-Programm. Screenreader bedeutet also Bildschirmleser. Das, was der Sehende zum Beispiel im Monitor sieht, da wo eben Text entsteht, kann dieses Programm das in Sprache umwandeln. Normal, hallo. Zusammen. Die Tastatur ist eine ganz normale handelsübliche Tastatur. Es ist nur so, dass bei dem Sprachprogramm eben halt zum Beispiel der Nummernblock für andere Informationen eben halt ausgerichtet ist. Habe also eine Autobiografie, also ein Manuskript entwickelt, und daraus entstand eben halt dieses erste Buch, so im Testprogramm des Schicksals. Ja, und dann habe ich also während des Schreibens richtig die Liebe zum Schreiben gefunden. Also bei der Autobiografie ist es natürlich so, da habe ich dann einmal sehr ausführlich über diese Erblindung und den Weg geschrieben und eben die Möglichkeiten, die es zu diesem Thema gibt. Mir war es dann eigentlich ganz wichtig, mal für die Gesellschaft irgendwo so einen Blick in die allgemeine Behinderung zu geben. Und bin dann auf die Idee gekommen, einen Gesellschaftsroman zu schreiben. Und dann habe ich in diesem Roman eine Sehbehinderte und einen Sehbehinderten auch mit reingepackt. Die habe ich dann zusammengeführt, und aber immer eben so, dass teilweise ist es humorvoll, teilweise ist es eben fachlich schon sehr weitgreifend. Und ich denke mal, dass es ein Buch ist, wo die Gesellschaft mal tiefere Einblicke kriegt.